Hallo zusammen, im heutigen Video zeigen wir euch mal ein weiteres Tiervideo und zwar ein Tiertutorial Pferdekopf im leichten Halbprofil. Das ist das Ergebnis und das Ganze wie so oft mit einem Fineliner. Was ist hier wichtig? Wichtig ist natürlich die richtigen Proportionen zu skizzieren. Das Ganze haben wir ein bisschen vorgespult, damit es etwas schneller ist, weil die Schraffur, die Kreuzschraffur schon sehr zeitaufwendig ist. Aber ihr seht, wie folgt, wir beginnen immer mit einem ganz groben Pferd. Das heißt, ihr müsst ungefähr wissen, wie die Proportionen sind. Da ist es relativ einfach beim Pferd. Es ist Ausgangsform eigentlich ein relativ breites Dreieck. Und dann, wie immer, Entschuldigung, bei allen unseren Porträts und Videos mit dem Auge beginnend. Also hier ein anderer Fineliner, der mal ein bisschen breiter ist. Mit dem kann man dann bessere, sozusagen die dickeren Striche ziehen. So ist es dann einfacher, wenn man dann nicht so ganz, ganz, ganz kleine Striche ausarbeiten muss. Dann ist es etwas netter und es geht schneller, wenn man damit so arbeitet. So, dann schraffieren wir dann die Bereiche ums Auge herum ganz leicht. Und zwar, es geht immer darum, das leicht und schnell in der 45-Grad-Schraffur zu schraffieren. Und beginnen dann am Ohr, sodass wir so ein bisschen das Gefühl haben, wo kann ich jetzt noch mehr Schraffur einsetzen, wo kann ein bisschen weniger noch dazu kommen. Durchaus ist es möglich, vom Ohr ausgehend auch nochmal natürlich die dunklen Bereiche großzügiger anzugehen. Da ist das einfach so, dass das Innere des Ohrs einfach dunkel ist, da wird es ein bisschen mehr schraffiert. So ein bisschen das hintere Ohr auch. Also es sollte schon die leichte Haarstruktur zu erkennen sein. Das ist immer wichtig, weil dadurch natürlich die kleinen, feinen Härchen auch gut zur Geltung kommen. Also da solltet ihr mal darauf achten, dass euch das irgendwie gelingt. So, dann die Ohren insgesamt. Also man sieht schon ungefähr, der Ausdruck, der Gesichtsausdruck ist hiermit schon eigentlich getan. Dann natürlich das Kopfhaar ganz leicht und das ist so ein bisschen zugegebenermaßen ein bisschen mühselig, weil man dann immer wieder leicht schraffieren muss. Diese 45-Grad-Schraffur mal heller, mal dunkler. Und wenn die Striche sich überlappen, dann kriegt man an der Stelle eigentlich deutlich dann einen tiefen Effekt, also eine dunklere Stelle. So, das Ganze kann natürlich jetzt überall noch sporadisch mal an verschiedenen Stellen, ihr könnt es konsequent von einem Bereich ausgehen, also zu empfehlen wäre immer die mit dem Augen zu beginnen, oft sondern die Ohren, weil das gibt insgesamt so die Gesamtform wieder und dann vielleicht von den dunklen Stellen sich durchaus zu arbeiten, die hellen auch zum Schluss, die einfach wirklich hell lassen, weil dadurch ergibt sich dann nicht ein wunderschönes Gesamtbild, wenn man so arbeitet. So, das Ganze auch natürlich die feinen Härchen vorne an der Schnauze. Da sind Details, aber da müsst ihr wirklich drauf achten, weil das machen immer ein Bild authentisch. Also wie jetzt hier zum Beispiel das Haar oben, das wird nur ganz leicht angedeutet, weil es eben weiß und hell ist oben. Und dann gibt es durch so zwei, drei Striche, hat man das Gefühl, dass die Sonne das dann durchbricht, das Licht, und an der Stelle ist deutlich heller liegt. Natürlich unter dem Haar, sobald das Haar auf einer Haut, wo auch immer drauf liegt,
ergibt es sich ein Schatten und dann wird dieser Bereich ein bisschen dunkel schraffiert. Also solche Sachen sind natürlich wunderbar, wenn man im Freien auch illustriert, wenn ihr vielleicht irgendwo euch mal hinstellt und was beobachtet. Es kann auch im Zoo sein oder irgendwo auf einer Wiese, wo dann Kühe vielleicht grasen. Auch sehr schöne Motive. Man, so lernt ihr einfach auch beobachten und vor allen Dingen auch schnell zu zeichnen, schnell wahrzunehmen, zu beobachten, worauf kommt es eigentlich an, um dann das richtig aufs Papier zu bringen. Also an der Stelle auch nochmal vielleicht für die, die es mit uns gemacht haben, um sich für die gesamten Kunst oder Kunst auf Lehramt Studienfächer zu bewerben. Da haben wir das Prinzip genauso gemacht. Beobachtung skizzieren, hervorragende Ergebnisse und ja, herzlichen Glückwunsch auch nochmal jetzt aktuell zu den gesamten Terminen bundesweit, an die Teilnehmer, die jetzt bestanden haben. So, wie ihr seht, natürlich so ein Gesicht, ganz, ganz wichtig, so ein Pferdekopf, auch menschliches Gesicht, hat ja Höhen und Tiefen, also was das Gesicht anbetrifft. Und das muss mit Schattierung, das heißt an den Stellen, wo es dann dunkler ist, also sprich die Schraffur sich überlappt, ist das die Stelle, die einfach dunkler ist, also wo das Gesicht ein bisschen einfällt oder vielleicht mal unter dem Auge. Und an den Stellen, wo es dann eben hell ist oder nur leicht schraffiert, logischerweise, das ist dann der helle Bereich, den man so lassen kann. Und dann kann das natürlich noch ein bisschen unterhalb des Kopfes variiert werden. Also seht ihr, was man dann eigentlich so schnell mit so einer schnellen Zeichnung auch erzielen kann und ausgestattet mit einem Fineliner. Theoretisch kann man die Vorzeichnung auch mit einem Fineliner machen, aber dann hätten wir, darum ging es uns, die hellsten Stellen natürlich auch irgendwie leicht umrandet und das war jetzt nicht der Sinn der Zeichnung. Deshalb ging es eigentlich nur um diese groben Kontraste, das Ganze hell und dunkel zu gestalten. Hier nochmal der Übergang zum Hals, ganz leicht angedeutet. Somit schwebt der Kopf einfach nicht so. Man hat auch sofort das Verhältnis, wie es dann weitergeht. Und fertig ist dann so eine Zeichnung. Auch diese gestrichelte Linie oben im Kopf, das ist nochmal das Ergebnis. Ja, und wenn euch solche Sachen interessieren und ihr mehr über das genaue Zeichnen wissen wollt, schaut unter onlinekurse.akademieruhr.de. Da gehen wir auf diverse Techniken ganz, ganz, ganz genau in Tutorials ein. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Zeichnen, Scribblen und bis zum nächsten Tutorial.